Wir haben November, Mittagszeit bei Permatogo. Da sitzen selbst die Enten ganz gerne im Schatten, manchmal auch im Teich. Hinten sieht man die Pute rumstolzieren. Leider hat sie gestern ihre 6 Küken gegen diese Killerameisen verloren. Ich habe 4 Stunden lang gekämpft, aber selbst mit Pinzetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gucken wir gleich mal, wie viele Eier noch im Nest sind. Das sind diese berühmt-berüchtigt gefürchteten Fomimania. Da gibt es die großen Soldaten und die kleinen, aber eigentlich pieken alle. Es tut höllisch weh. Und die haben mir heute Nacht mal wieder eine Truthähne attackiert. Schwer zu sehen, aber hier unten drunter und all diese Hügel sind voll von den Ameisen. Wir nehmen jetzt heißes Wasser. Und hoffen, die damit abzutöten. Ja, ja. Wir haben November. Video für den Rundgang ist mal wieder fällig. Ich bin derzeit immer dabei, alle 2 Wochen diesen Teich zu säubern. Es sind 250 Liter Wasser, die ich dann super hier nebenan in der Baumschule vergießen kann. Ab und an nutze ich auch ein bisschen von dem Wasser, um hier unten den großen Teich aufzufüllen. Den lasse ich aber natürlich, sagen wir mal, mit dieser ganzen Entenscheiße drin. Deswegen ist der grün und sehr, ja, nährreich. Dieses Wasser nutze ich dann ab und zu, um hier wiederum den Zucker und die Bananen zu gießen, die hier überall in der Ecke hängen. Das Projekt Südwald, hier drüben, dieser Park, diese Parkanlage mit auch vielen einheimischen Bäumen, hat in letzter Zeit auch viel Ebenholz und andere rare Bäumchen bekommen. Wir legen heute aber den Fokus mal ein bisschen wieder auf meinen Food Forest, wo es sich primär um Fruchtertrag bringende Bäume handelt. Wie dieser hier, der ganz gut sprießt, nicht zu verwechseln mit dem Brotfruchtbaum. Der hier nennt sich Arachid, also irgend sowas wie Nuss, ist diese Marone, die man super rösten und essen kann. Das ist eine große Konglomeratfrucht, wo halt ganz viele kleine Nüsse drin sind. Ja, ihr seht es, die beginnende Trockenzeit fängt auch hier langsam an, die Süßkartoffelblätter welken zu lassen. Ich bin ab und zu jetzt schon mal am Gießen. Wasser ist im Fluss noch mehr als genug vorhanden. Die Pumpe pumpt hoch. Regen ist seit 2 Wochen sehr, sehr dünn besiedelt, also seit Anfang November quasi. Und ja, die pralle Sonne trocknet schnell aus. Andererseits gibt die Energie der Sonnenstrahlen in Verbindung mit Wasser jetzt ein unheimliches Wachstum. Kurz vor der Trockenzeit fangen viele Bäume nochmal an, ihr schützendes Blätterdach zu erneuern. Deswegen sieht man auch immer mal wieder viele runtergefallene Blätter, ne? Und ganz viel frisches Grün. Aktuell steht viel Chop and Drop an. Also man sieht es hier an diesem Bereich. Die Gräser waren letztes schon 1,5 Meter hoch. Vieles davon habe ich runtergeschnitten, runtergerissen, um die entsprechenden Fruchtbäume gelegt, um dann da wie ein Flächenkompost zu wirken und Biomasse zu erzeugen. Viele kleinere Bäumchen, wie hier zum Beispiel die Mandarine, ist halt zum Glück noch im Schatten und wächst jetzt da langsam heraus. Und wird im nächsten Frühjahr, also zum Beginn der neuen Regenzeit, dann nochmal aktiv mit viel Chop and Drop in den umstehenden Bäumen gefüttert. Damit auch in der leicht bedeckten Regenzeitsaison mehr Licht rankommt und das Grünzeug auch auf dem Boden nicht nur vertrocknet, sondern richtig verrotten kann. Permakultur heißt immer auch so ein kleines bisschen Wildwuchs. Hier habe ich übrigens einen Tipu gepflanzt. Das ist so ein Nitrogen-Fixer. Der wird gerne hier noch einer, da noch einer, weil diese Ecke hier doch ziemlich frei war.
Wird ziemlich gerne auch als Zaunpfahlbaum benutzt. Und dann sieht man es hier schon, dass die Korossol zum Beispiel ja, sich ganz gut tut und dieses frische Grün einfach frische neue Blätter sind. Die Wege mit dem Sägemehl oder mit den Woodchips oder Futufutu, wie man hier sagt, super pflegeleicht. Ab und zu mal drüber haken. Hier wächst ein bisschen Grün rein, ansonsten kommt unter dem Zeug wenig Unkraut durch. Ja, hier oben ein kleines bisschen wilder. Der hier ist relativ neu eingezogen. Das ist diesmal ein Brotfruchtbaum. Blätter sind ähnlich als was ich gerade gezeigt habe. Aber das ist wie gesagt einer der für mich interessantesten Bäume hier in den Tropen, weil der doch eine ganze Familie ernähren kann. Durch das Baumpatenschaft in den Tropenprojekt sind auch viele kleine Waldstückchen entstanden, wo ich mit Spendengeldern quasi und den heimischen Mitarbeitern hier Löcher gebuddelt habe, Bäume gepflanzt und ab und zu, wie gerade gezeigt, ein Teakholzschild geklöppelt habe, um demjenigen auch eine Freude zu machen und zu zeigen, dass die Spende für das Projekt Permatogo hier oder Baumpatenschaften super ankommt. Hier mal wieder ein Update zu meinem Glanzprachtstück. Also das sind ungefähr 1,70 Meter jetzt. Der Jackfruchtbaum, den ich im Juni letzten Jahres aus einem Kern gezogen habe. Hier nochmal ein Zuckerrohr. Das ist übrigens mein Swimmingpool. Nochmal, also, und gleichzeitig Wasserreservoir, mal nicht Plastik. Sind jetzt nur noch 1000 Liter drin. Ich habe gestern dann knapp 2000 vergossen. Abgedeckt, weil der Nere-Baum hier auch gerade nochmal einen Blätterwechsel macht und so langsam fangen auch die Blüten an. Nere ist wie gesagt einer der eher im Sahel heimischen Bäume, Leguminosenbaum, in deren Bohnen die Kerne ein Gewürz sind und das umgebende Fruchtfleisch ein pudriges, aromatisch schmackhaftes, süßes Pulver ist, aus dem ich gerne Pfannkuchen mache. Das Hexenhaus mit den ganzen Maracuja, Passionsfrüchten dran, fängt jetzt langsam an zu wachsen, weil der Nachbar nach Eingreifen des Chefs nun doch endlich seine Ziegen größtenteils abgegeben hat. Weil er doch zu faul war, sich darum direkt zu kümmern. Und endlich wird das frische Grün nicht direkt abgefressen, sondern kann wachsen. Hier ringsherum habe ich Zitronengras. Da ist mal noch eine Palme. Und hier oben zentral sitzt ein Mangobaum. Der Rest dahinter ist alles Sukzessionszone. Also da ist ein Bereich, den taste ich mal nicht an. Hier auf dem Weg zu mir runter, wo da meine Hütte steht und hier drüben die Truthähne schlafen und der Truthahn-Bereich ist, habe ich auch noch mal einige Bäume gepflanzt. Vor 2 Monaten ungefähr, alles mit Futufutu abgedeckt. Ein paar Süßkartoffeln reingepflanzt und der Rest sind einfach wilde Kräuter, die jetzt da wachsen. Wachsen tut übrigens auch diese Hecke, also ebenfalls diese nitrogenen Pflanzen. Und das hier ist ein Melina-Baum, den ich im März gepflanzt habe. Und jetzt guckt euch mal an, der war nicht mal daumendick, als ich den gepflanzt habe. Also die Tropen, ein Paradies für Wachstum. Das ist eine kleine Kokos, die wächst ziemlich langsam, aber soll in 2-3 Jahren Nüsse als Ertrag bringen. Mein Vorgarten quasi mit dem Schwitztipi nun auch recht vorzeigbar eingezäunt. Eine Palme drin, eine Papaya. Da nochmal so ein Zaunbaum, der später dieses Kabel, die Leine von meiner Markise etwas besser halten wird. Und hier, wie gesagt, mein Häuschen nun schon in praller Sonne. Die Solarplatte ist auf die andere Seite gewandert, also auch in den Tropen, nicht ganz am Äquator, gibt es einen kleinen Schwenk vom Sonnenlicht.
Kapokee gerade links gehabt. Rechter Hand sieht man meinen kleinen Maniok, der halt nur so 2,50 Meter hoch ist. Es gibt noch größere Varianten. Untenrum recht gut abgefressen, weil die Enten die Gräser auch ganz gerne mögen. Die Bohnen sind abgeerntet und ich fange langsam an, auch schon Maniok zu ernten. Mal wieder ein zu essen oder den Viechern vorzuraspeln, mögen die auch ganz gerne. Hier mit meinen Passionsfrüchten, das ist jetzt wirklich unstoppable, also es wächst hier in die Bäume überall hinein. Und diese kleinen Fäden, die ich hier gezogen habe, auch überall gute Träger für ein schattiges Passionsfruchtdach. Hier wieder ein sehr sonnenoffener Bereich, die Farne sterben langsam ab. Und auch wenn wir hier gerade schon gewesen sind, muss ich noch eine ganz kleine Ecke zeigen. Ja, das ist gerade überall das Problem, Heuschrecken. Die gibt es in Hülle und Fülle und die machen eigentlich vor so gut wie gar keinen Blättern halt. Chemiefrei bleiben halt nur die Truthähne, die aber auch nicht so gerne mögen. Hier oben habe ich nämlich nochmal so ein kleines Außen-Apartam-Zeltchen gebaut, mit Schnüren abgehängt, und da wächst ein Chayote dran. Und Chayote ist diese Gurken-Zucchini-ähnliche Frucht. Hier habe ich mal eine, die man dann in die Erde setzt, auf die Erde steckt. Aus der Frucht wächst der Kern hinaus, bringt Wurzeln und fängt irgendwann mit dieser Kletterpflanze an, die doch relativ ertragreich und ziemlich lecker ist. Deswegen mein Nahrungsplan in nächster Zeit mit viel Chayote. Und hier auch nochmal ein schönes Plätzchen, wo man ein Zelt unterstellen könnte für Besucher. Gästehäuschen, Zelt, Apartam, Permatogo, immer ein Punkt zum Anreisen. Heutiger Zusatz zum Food Forest Video. Hier oben war dieses 2-3 Meter hohe Gras, so wie hier. Ich habe entschieden, das alles runter zu kürzen. Einerseits, weil da hinten dieses Ameisennest war, was mir letztens die Truthahnküken gekillt hat. Und andererseits ist das eine Menge Platz, wo ich wieder Terrassen erstellt habe. Und so wie da, hier, hier eine Bananenplantage anlegen werde. Es ist nicht weit vom Wasserhahn. Wir haben zwar vor der Trockenzeit den ungünstigsten Moment, aber mit Gießen ist alles möglich. Und hier ein Stück herein ist ja schon diese eine Wassertonne, die Permatogo-Logo. Da ist auch noch eine. Und die Schweinebananen haben sich hier nämlich super gut entwickelt. Sind erst 2 Monate in der Erde. Langsam auch schon 3 Meter hoch. Deswegen hier im Südwald geht es weiter mit einer Bananenplantage.